Ja, tatsächlich bekommt ihr noch einen Part von mir, weil ich nämlich gerne das Herrscher-Pokémon platt machen möchte, damit wir endlich mal hier einen kleinen Fortschritt verzeichnen können, weil das Let's Play so stagniert hat. Und so bin ich so dreist und teile dieses Let's Play wieder auf, oder die 6 Parts, die ich aufgenommen habe, auf. Und zwar, dass ihr 3 Parts pro Woche bekommt. Ja, begib dich in das Innerste der Höhle. So, das Einzige, was ich jetzt zu tun habe, ist den Z-Kristall zu holen. Das ist halt der hauptsächliche Bestandteil dieser blöden Prüfungen. In Gottes Namen. So. Ja, ich möchte ihn gerne rausziehen. Aber dann kommt das böse, böse, böse Biest. Das allerdings nicht nur irgendein Manguspektor ist. Also nicht nur Trumpmon. Sondern es ist halt ein Herrscher. Und Herrscher sind dafür bekannt, dass ihre Statuswerte manipuliert sind. Oder dementsprechend ein bisschen höher sind, als sie sonst sind. Und das Ding kann auch, hat auch die fiese Fähigkeit, sich Unterstützung zu holen, wie jedes andere Herrscher-Pokémon eigentlich auch. So, Level 12 ist eigentlich noch relativ machbar. Hier wäre natürlich eine Kampfattacke sehr zu empfehlen. Ja, und jetzt holt es sich seine blöden Mitstreiter. Das ist halt extrem doof, weil sie einen auf, nicht nur auf die Weise schwächen können, sondern auch auf ganz andere Weisen. Art und Weisen. Und überleben wir das? Nein, wir überleben das nicht. Ja, und das ist der große Knackpunkt an dem Ganzen hier. Ich weiß nicht, das sind mal die guten alten Arena-Kämpfe dann doch irgendwo lieber. Gut, ich verstehe, auch da verstehe ich wiederum nicht, warum geht bei sowas die Initiative drauf? Ich meine, man kriegt halt ein Ugly Face zu sehen. So, vielleicht ein guter alter Volltreffer? Nein, reicht nicht. Ganz aus. Gut, ich könnte theoretisch einen Statuswertebon einsetzen. Oh, Scheiße! Was mache ich denn um Gottes Willen? Oh, Mann, jetzt darf ich da nochmal rein. Ja, ich habe einen Trank eingesetzt anstatt einen blöden Beleber, um das Ganze natürlich wieder in die Länge zu zerren. Aber wieder mal bin ich das Ganze nicht so intelligent angegangen. Merke ich. Und ich sollte wirklich Profit von diesem Statuswertepunkt da holen. So, jetzt erstmal hier ein bisschen rumspielen. Und, nee, noch kein Rotomat. Taucht es hier irgendwie seltener auf, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Prüfung habe ich ja, glaube ich, schon bestanden soweit. Gut, es gibt auch Prüfungen, die sind halt anders aufgebaut. Jetzt einfach mal hoffen, dass ich genügend Erfahrung gesammelt habe. Ich speichere jetzt hier das mal ab. Und deswegen setze ich zuerst mal jetzt nur noch Aquaknarre ein, weil Aquaknarre einfach die bessere Attacke ist. Ich Grimasse, das kotzt mich so tierisch an.
Aber wir müssen dem Scheißteil jetzt so viel Schaden zufügen, wie es nur irgendwie möglich ist, mit Hilfe von Wasser, genau. Jetzt will das Ding auch noch unsere Verteidigung schwächen. Ohne Ende. So strategisch vorgehen, auch wenn dann der Kampf ein bisschen länger dauert. Und zwar Statuswertebon. Dann passiert halt das und dann wird Angriff, Verteidigung, Spezialinitiative, ja super. Ich meine, das gleicht dann das Ganze wieder aus. Aber so überleben wir wenigstens die Runde mit einem KP. Ja, jetzt haben wir nochmal einen Statuswertebon, aber das setze ich jetzt nicht nochmal ein. Ich habe schon gedacht, wir haben keinen Trank mehr. Ich setze einfach noch einen Supertrank ein. Gut, alleine deswegen lohnt es sich schon nicht mehr, hier irgendwie auf Angriff zu setzen. Ja. Super. Scheiße gelaufen mal wieder. Oder wir müssen einfach mal mit Kratzfurie. Meine Güte, ich habe das Ding nicht umsonst. Ich habe die Attacke nicht umsonst. Was? Mann, wir können wieder einpacken. Es ist furchtbar. Wehrt die Attacke ab. Hey, das ist so dämlich. Warum können das meine Pokémon nicht beispielsweise? Das wird doch. So, jetzt kratzt das Teil weg. Ja, dreimal. Das reißt jetzt keine Bäume aus dem Boden. Doch, ich sehe, ich muss trainieren. Ich meine, wir sind zwar jetzt schon drei Level drüber, aber ihr seht, es bringt nichts. Jetzt müssten ja eigentlich die Werte von Armin wiederhergestellt sein. Jetzt können wir das Ding eigentlich mit einer Aquaknarre raushauen, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist das Gescheiteste, was wir tun können. Und ja, die Werte von Armin wurden wiederhergestellt. Oder die Ausgangswerte zumindest. Und so haben wir es zumindest geschafft. Es wäre jetzt dumm gewesen, hätte ich jetzt auf das blöde Teil. Was für ein blödes Teil. Auf Dingsda-Bumster gesetzt. Genau, auf Dingsda-Bumster. Das macht viel Sinn. Aber das wäre fies, wenn die Statuswerte nicht wiederhergestellt worden wären, oder die Ausgangsstatuswerte zumindest. Falls Leuten dieser Begriff überhaupt was sagt. So, knapp 9 Minuten sind wir an dem Ding gehockt und wir haben es jetzt geschafft. Hat sich noch gar nicht entwickelt. Wollte ich nur mal so sagen. Mangusbektor ist in den tiefsten Tiefen der Höhle verschwunden. Das müsste doch nicht bringen. Ich meine, es ist halt ein Herrscher-Pokémon. Eine großartige Demonstration deiner Kraft. Du hast das Herrscher-Pokémon besiegt. Dass ich so hart und eifrig trainiert habe, da versteckt es mir fast die Sprache. Du hast meine Prüfung gemeinsam mit dem Pokémon wirklich mit Bravour gemeistert. Du bist ein vielversprechender Trainer. Lukas, herzlichen Glückwunsch. Nimm die Z-Kristall aus dem Sockel und lass mich endlich hier den Part gebührend beenden. Und das nicht beenden, sondern einfach nur. Ding, dass es endlich mal wieder vorangeht. Oder es ging eigentlich nie voran. Das ist jetzt der erste Part, wo es ein bisschen vorangeht. So, ich habe die Prüfung bestanden. Yes. Normium Z. Was du gerade erhalten hast, ist der Z-Kristall des Typs normal. Er wird auch Normium Z genannt. Das soll es nur mit den. Ja, ist schön. Und dazu gibt es immer wieder eine tolle Pose, die wir durchführen müssen. Diese elegante Pose einnehmen, damit entfesselst du die normalen Attacken. Ja, das ist super. Nun, so viel dazu weiter im Text. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein, das ich noch nicht erwähnt habe. Die Herrscher-Pokémon. In den Gebieten, in denen die Prüfungen abgehalten werden, erwarte ich immer ein besonders starkes Pokémon, so wie Mangospector gerade eben. Außerdem unterstützen die Pokémon Alola einander gegenseitig, was dazu führt, dass sie. Po ja, oh mein Gott, alles, was ich euch wäre im letzten Part schon erklärt habe, erklärt er hier jetzt nochmal. Und super bald, deine Pokémon haben bravourös gekämpft.
Dafür haltest du uns. Wir müssen hier eh nochmal was machen. Ich würde dich etwas Spannendes zeigen. Komm doch bitte zur Route 3. Ja, was wir jetzt machen, ist, wir besorgen uns unser nächstes Team-Pokémon. Das können wir hier in der Vegetationshöhle fangen. Dann haben wir nämlich schon drei Pokémon. Das ist eigentlich relativ gut. Ja, Prüfung bestanden. Das hat Spaß gemacht. Ja, ach Mann! Oh, ein Z-Kristall. Ah, so sehen Z-Kristalle also aus. Dann erhält man die mysteriösen Z-Kristalle eben in der Alola-Region, wenn man Prüfungen besteht. Dieses Konzept ist uns völlig fremd. Wir lösen alle unsere Probleme mit den Mitteln der Wissenschaft. Aber ich habe durchaus Respekt dafür, dass die Leute hier ihre Schwierigkeiten aus eigener Kraft bewältigen. Ich bin Amamo und du bist faszinierend. Meinen Beobachtungen zufolge wäre es in dieser Situation angebracht, Hallola zu sagen. Also, Hallola, ich heiße Darius. Wir sind das Ultra-Forschungsteam. Der Ball, den du gerade eingesetzt hast, ist ein wahres Wunder der Technik. Ich habe doch keinen Ball eingesetzt, ich bin begeistert. Dafür muss ich dringend selbst einen ausprobieren. Aber eigentlich sind wir hier, um spannende Dinge wie Z-Kristallen und Auren zu erforschen. Deshalb müssen wir jetzt gehen. Bis bald. Dieses stereotypisch machen. Das war ein Kinderspiel. Psst. Ja, jetzt gibt's hier erstmal hier blödes Rotomatzeug. Wie wär's mit dem Fangbon? Das wäre gut für die legendären Pokémon, von denen ich kaum welche fange. Und was haben wir? Eine ganz fantastische Kraft. EP-Bon, ja. Erhältst du nach einem Kampf mehr Erfahrungspunkte? Ich weiß nicht, ob das für jeden Kampf gilt. Ich glaube eher nicht. Und da haben wir auch schon unser nächstes Teammitglied, ja, FM. Auch wenn ich mich dann frage, was ich dann in Pokémon X dran nehme. Und es ist ein weibliches, aber das macht nichts. Es ruft sich einfach nochmal einen Kameraden. Super. Warum das auch jedes verfluchte Pokémon auf dieser Welt kann, das verstehe ich auch nicht. Das wird mir wahrscheinlich nie jemand beibringen können. Okay, das ist nicht so effektiv. Ja, es wird dir auch nicht mehr so viel helfen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Gut, jetzt kann ich es mir eigentlich aussuchen, männlich oder weiblich? Ich entscheide mich hier für ein weibliches. Dann haben wir eher so eine Frauenquote. Am liebsten würde ich jetzt schon den Ball werfen, aber es geht leider nicht, weil wir hier zwei Pokémon haben. Weil es ja auch so schwer ist. Also, ohne Scheiß. So, dann werfe ich einfach einen Superball. Das müsste eigentlich hier ein leichtes sein mit dem Superball. Vor allem, wir haben 15 Superbälle bekommen. Das ist der Wahnsinn. Also mit 5 hätte ich noch gesagt, ja, das ist vollkommen okay, dass man uns so viel gibt. So. Ah. Okay, FM, Sascha, nächste Referenz. Okay, eigentlich nur, es gibt nur Referenzen an Attack on Titan. Oder Shingeki no Kyojin, für die Leute, die es mögen. Eissturm, was gibt's hier? Das ist eine super Attacke, super Attacke, super Attacke. Okay, ja, weiter geht's hier mit. Und Mikasa erreicht auch Level 16. Nicht schlecht, das Ganze. So, FM.
FM. So, dann kann ich den Part beenden. Das ist gut. Hab ich gut getimed. Mehr soll es auch nicht mehr passieren, Sasch. Ist eigentlich auch so ein Männername, aber gut, im Attack on Titan Universum ist es halt nur mal eine Frau. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie. Ich genieße jetzt die letzten Stunden von dem Jahr 2017. Wo gemerkt, das ist bei euch jetzt wahrscheinlich schon Montag oder... Nee, Freitag, Kalenderwoche 3. Oder 2. Oder. Ich habe keine Ahnung, also. Ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie, falls ich es noch nicht gesagt habe.